Geschätzte Astrologinnen und Astrologen, ich freue mich, wieder einmal in einer Veranstaltung zu sein, vor Ort, wo wir die Leute sind, wo wir auch diskutieren können. Ja, ich denke, das hatten wir alle jetzt die letzten 2 Jahre Pause davon machen müssen. Ja. Das Symposium war ja schon vor 2 Jahren geplant, muss es auch wieder verschieben, neue Veranstaltungsort. Aber ja, wie gesagt, schön, dass wir heute hier sind. Ist jetzt das 3. VDA-Symposium, das wir durchführen. Das 1. war zum Thema Astronomie und Astrologie. Das 2. war Astrologie und Religion in Lippstadt. Und das hier jetzt Astrologie und Heilen. Als wir das geplant haben, wusste noch niemand etwas von Corona und was da alles kommt. Und es hat jetzt eigentlich so eine Brisanz erhalten. Das ist ganz spannend, wie da die zeitlichen Flüsse da kommen und dann ja, sich etwas so zuspitzt. Ja. Organisatorisch, das Buffet abends geht um 6 Uhr auf. Es hat zum Glück sehr wenig Veranstaltungen hier. Also das Hotel selber ist ausgebucht mit Übernachtungen, die Leute sind aber tagsüber auswärts. Und darum, es wird nicht so ein Gedränge geben, wir sind uns andere Sachen gewöhnt hier, auch wenn der Veranstaltungsort voll ist, dann wird es auch im Hauptrestaurant dann eben, aber das Problem haben wir jetzt nicht. Die Veranstaltungszeiten mussten wir hier auch ein bisschen anpassen. Morgen, Sonntag, wir fangen ein bisschen vor 9 Uhr an, damit es noch am Schluss möglich ist, noch hier ein gutes Mittagessen einzunehmen für die, die nachher direkt weitergehen. Das ist darum der Zeitplan, wer ihn nicht bei sich hat, das ist ausgedruckt, das kommt noch auf den Tisch. Wer sich frühere Zeitpläne von früheren Veranstaltungsversionen ausgedruckt hat, das geht nicht. Also bitte auf die aktuellen schauen. Also statt 9:30 Uhr, 9 Uhr morgen. Genau, 8:45 Uhr fangen wir an, 8:45, das ist dann der Vortrag von Ulrike. Mhm. Ja. Also so wie es auf dem lila Blatt steht. Genau, ja, eben, das ist das Aktuelle, ja. Ja. Mhm. Sonst, ich glaube, es gibt nicht viel Organisatorisches hier zu sagen. Ich denke, viele sind hier schon einmal gewesen im Gustav Stresemann-Institut. Ich habe gehört, dass in einem Jahr wird der Deutsche Astrologenverband auch wieder hier sein mit einer Jahresversammlung. Ja, dann wird er auch wieder von uns und von anderen belebt sein. Auch etwas Schönes von der Symbolik finde ich, wir machen hier ein Astrologie-Symposium. Und in diesem Gebäude oder in diesem Institution hat es eine gesamte Sternenflotte Mannschaft. Das heißt, das ist der Raumschiff Enterprise, kennt ihr vielleicht sicher alle auch. Und auch, es gibt eine Gruppierung von Leuten, die verkleiden sich wie die ganze Mannschaft von Raumschiff Enterprise, die treffen sich hier, die sieht man hier in den Gängen herumwandern. Das heißt, wir haben ein Astrologie-Symposium und die Sternenflotte ist auch wieder. Heute Abend kommen wir zusammen. Ja, ja, wollen wir schauen. Ja. Gut, also es freut mich, Heidi Trautmann vorzustellen. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gekannt, ich bin nicht so in astromedizinischen Kreisen unterwegs, aber ich habe gemerkt, die Leute, die aus diesem Gebiet kommen, die kennen sich untereinander natürlich längstens, hatten gestern Abend schon spannende Diskussionen und ich freue mich auf weitere interessante Diskussionen während dieser Veranstaltung. Ja. Ja, ich denke, ich möchte dir gerne das Wort übergeben. Danke. Ja, herzlich willkommen alle zu dieser Veranstaltung. Es ist ja wirklich die erste seit langer Zeit, auch für mich sehr ungewohnt, aufgeregt, als wäre es der erste Vortrag. Und ich steige gleich ein mit dem Thema Immunsystem und die differenzierte Betrachtung. Gibt so auf Anhieb eine Idee, wo das Immunsystem im Horoskop oder im Zodiac angesiedelt ist? Ja? Wir haben eine Abwertung von Mars. Okay. Das ist jetzt auch unser Einstieg. Genau, das ist unser Einstieg. Mars, Widder, der Krieger, ne? Abwehrsystem, Verteidigung. Auch in unserem Staat die Soldaten, auch die Polizisten und übergeordnet Pluto, der das übergeordnet steuert. Das ist die Zentrale, die wir nicht so zu Gesicht bekommen. Das sind die Männer, die das in der Hand haben. Aber ich werde sehr differenziert einsteigen. Wir fangen erstmal mit der roten Energie an, mit den Kriegern. Ich hätte jetzt gedacht, Aszendent für Immunsystem.
Denke ich nicht. Stimmt. Wir werden viele unterschiedliche Ansichten oder Erfahrungen hier heute und morgen feststellen. Ne? Aber der Aszendent entspricht ja dem Widderprinzip. Ne? Von daher ist es nicht abwegig. Aber mal sehen, was du nach dem Vortrag denkst. Also ich steige jetzt erstmal bei der roten, beim roten Krieger ein, bei Mars, bei den roten Blutzellen. Die werden im Knochenmark gebildet. Und im Wesentlichen in der Milz, in der Leber, im Knochenmark abgebaut und im Abwehrsystem, im retikulären, im endothelialen System. Das müssen wir uns natürlich nicht merken. Ne? Da werden sie auch. Wichtig ist nur, wo wir die überall zuordnen, welche Organe beteiligt sind, wenn es um Abwehrstärke geht. Ne? Und genau, also ne, jetzt kommen Milz, Leber, Knochen und Lunge dazu, die eine Rolle spielen. Die Erythrozyten brauchen Eisen. Bei Eisen haben wir natürlich jetzt klar Widder- und Mars-Analogie. Aus Eisen werden Waffen hergestellt für die Krieger. Und im Blut, in der Blutbeschaffenheit spielt Eisen eine große Rolle, weil es Sauerstoff transportiert zu den Zellen. Aber dazu habe ich noch gleich eine Grafik. Der Stimulationsfaktor Erythropoietin, der wird in den Nieren gebildet. Das heißt, die Waage mit ihren Nieren schüttet ein Hormon aus, das gegenüberliegend das Zeichen Widder aufnimmt, um rote Blutzellen zu bilden. Also ist die Waage durchaus auch an Kampf und Krieg beteiligt. Ne? Das ist eine interessante Interaktion zwischen den Zeichen. Hier habe ich es nochmal dargestellt, was hier abläuft. Also ne, hier sieht man das? Ja. Die Niere mit dem Hormon Erythropoietin, das gelangt zum Widder, zum Blut und dort wird die Bildung der roten Blutzellen angeregt. Und die brauchen wir, um Sauerstoff zu transportieren. Wir haben jetzt die Sextilwirkung, also ich weise extra auf diese Aspekte hin, eine Sextilwirkung von Widder zu Wassermann, ne, die ergänzen sich, die arbeiten miteinander, ist eine Kooperation. Sauerstoff wird also in die Lunge transportiert, aber zuerst mal wird das sauerstoffarme Blut aus der rechten Herzkammer zur Lunge gebracht, CO2 wird ausgeatmet, Sauerstoff wird eingeatmet und das sauerstoffreiche Blut geht zur linken Herzkammer und dann zu den Organen und Zellen. Ne? Also sind das auch wieder Zeichen, die eine große Rolle spielen für unsere Vitalität. Ne? Mars, Vitalität. Natürlich ist es wirklich so, wenn jemand den Mars im Widder hat, und zwar abgesehen von eventuellen Störfaktoren, das ist ein starkes Immunsystem. Das sind Menschen, die auch schnell und hoch fiebern, die Infekte relativ schnell überstehen. Das sind Kinder, da wissen die Eltern oft gar nicht, was der Infekt eigentlich war. Ne? Durch das schnelle Hochfieber ist es schon überstanden. Krankheitsdispositionen im Widder sind dann eher absteigender Mondknoten, Saturn, auch Chiron habe ich festgestellt, gerade bei Krankheiten, wo es um Blutzellen geht, ne, bei Leukämie, bei verschiedenen Formen der Leukämie, konnte ich diese Dispositionen beobachten. Aber das Immunsystem, ja. Also das heißt, dann wären Jahrgänge, die Saturn im Widder haben, sozusagen eher, also mit mehr Leukämie beseelt? Saturn ist erstmal, treffe ich den öfter bei Anämie, bei Blutarmut. Also bei Leukämie, da kommen ja noch andere Zeichen ins Spiel. Aber das wird sich jetzt immer mehr zeigen. Leukämie, genau. Zu den anderen Zellen komme ich noch. Aber tatsächlich, absteigender Mondknoten und Chiron sind in den Horoskopen dann schon vertreten. So, das Immunsystem stelle ich jetzt erstmal vor. Hier oben beginnt es mit den Mandeln, ne, Tonsillen und Polypen und da ist unser Abwehrring, ein lymphatischer Abwehrring. Dann das, also die Mandeln, obwohl, ich weiß schon, wie ich jetzt schon, das ist ein Grenzposten, genau. Das heißt, ich ordne jetzt die Mandeln dem Stier zu. Bei Stier sind die Grenzposten, das ist die Front, da wird gekämpft. Und da versammeln sich auch die Blutzellen für den Kampf. Ne? Also da kommt jetzt für mich ganz klar zentral, auch fürs Immunsystem, das sind für mich drei Zeichen.
auf der organischen Ebene sind Widder, Stier und Neptun und alles dann von Pluto gesteuert, ne, aus der Zentrale. Also hier haben wir mit den Mandeln eine Stierposition, eine Grenze, die erstmal prüft, was lasse ich überhaupt durch. Ne, die Infektion erfolgt meist über Atemwege oder über Nahrung, ne, in die Speiseröhre, in den Magen, und dann findet der Abwehrkampf im Dünndarm statt. Und wenn wir etwas einatmen, beginnt es also in diesem Abwehrring. Die Thymusdrüse ist ein wichtiger Teil des Abwehrsystems, die ordne ich dem Skorpion zu. Die gehört zwar zum lymphatischen System, bei Lymphe könnte man an Neptun denken, an Fische, aber die Thymusdrüse hat so eine zentrale Funktion und die prägt die Zellen. Die Stammzelle kommt und im Thymus werden die erstmal geprägt, während schon. Und es gibt so viele Mosaiksteine, die ich gesammelt habe im Zusammenhang mit der Thymusdrüse, mit Umstimmungstherapie bei Krebs, ne, wo die Thymusdrüse geklopft wird. Also da sehe ich schon die Zuordnung Pluto und Skorpion. Knochenmark, weil im Knochenmark werden die Stammzellen gebildet. Tatsächlich habe ich bei Leukämieformen die myeloische Leukämie, die in den Knochen beginnt, da ist der Steinbock tatsächlich betont. Das sind dann die Unterschiede, ne, zwischen der lymphatischen, was mehr den Fisch betrifft, und der myeloischen, was die Knochen betrifft, da ist der Steinbock betont. Das rote Knochenmark, ja, wenn ich so ins Detail gehe, stellen sich immer weitere Fragen. Ne? Das Rote da drin, ist das jetzt nicht wieder der Widder? Ist da jetzt Mars im Steinbock? Ne? Ist Mars in den Knochen? Ich denke, ja. Aber wenn wir anfangen, so ins Detail zu gehen, ich merke nur, dann verlieren wir schnell den Überblick. Aber trotzdem möchte ich es erstmal beobachten. Überhaupt, was ich heute erzähle, das sind Beobachtungen aus der Praxis, so nebenbei bemerkt. Das ist von Patienten, die in einer umfassenden Anamnese, Diagnose erzählen, die Krankheitsgeschichte, auch genaue Zeitpunkte. Und das projiziere ich dann auf das Geburtshoroskop und dann sehe ich ja die Auslöser, ne? Die Indikatoren. Und so sammle ich die Mosaiksteine. Und natürlich, wenn ich diese medizinischen Zusammenhänge sehe, dann gucke ich, wie ich die zuordnen kann. Also Thymus, Pluto, Skorpion, dann die ganzen Lymphknoten wieder, ne, Achseln und Leisten-Lymphknoten. Die Lymphe selber ist für mich Neptun und Fisch, aber die Knoten, ne, ist immer Stier, immer der Grenzposten, ist die Front. Ein weiterer wichtiger Teil, das sind die Pallasche Plaque. Da sitzen übrigens 80% von unserem Immunsystem. Die sitzen im Dünndarm. Und aber die werde ich auch noch extra vorstellen. Also kommt hier wieder die Jungfrau auch ins Spiel, ne? Mit dem gegenüberliegenden Zeichen Neptun, mit der Schleimhaut der Lymphe. So, die Milz, das ist natürlich auch ein spannendes Thema für alle, die sich schon damit beschäftigt haben. Sie gehört zum lymphatischen System. In manchen Artikeln lese ich, dass sie den Fischen zugeordnet wird. Das kann ich nicht teilen, weil das ist das blutreichste Organ, sie besteht aus einem Gefäß. Wenn das reißt, muss die komplette Milz raus. Und auch in der chinesischen Astrologie wird sie dem Feuer zugeordnet und ich sehe sie deswegen wieder. Was fehlt noch? Der sogenannte Blinddarm, der Wurmfortsatz, der Appendix, ist auch lymphatisches Gewebe im Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Auch wieder ein Grenzposten. Also das ist auch in der Tat so, was ich in der Praxis beobachte, wenn Mandeln und Blinddarm entfernt sind, hat das Immunsystem schon ziemlich geschwächt und wird schon auch anfälliger. Aber eher für Infektionen, die zu Neptun passen, die so latent und unterschwellig ablaufen, ne? Die erst nach der Zeit sich zeigen und manifestieren. Hier habe ich es also nochmal auf den Tierkreis übertragen, damit man die Zuordnung nochmal genau erkennen. Hier also Dünndarm mit dem Pallaschen Plaque und das gegenüberliegende Zeichen Fische fürs lymphatische System. Die Achse Waage wieder, ne? Niere mit Erythropoetin und die Blutbeschaffenheit mit roten Blutzellen, Eisen und auch der Milz. Die Achse Stier-Skorpion, hier sehe ich die Stammzelle, Thymus. Und gegenüber die Lymphknoten, die Grenzposten.
Ja, das Knochenmark. Soweit erstmal meine Zuteilung. Jetzt gehe ich weiter in die Blutzellen hinein, nochmal eine Ebene tiefer. Da haben wir also rote Blutzellen, weiße und Blutplättchen. Die Blutplättchen kann man gleich abschließen, die dienen der Blutgerinnung. Interessant, und die roten haben wir gerade besprochen, aber da gehören auch noch Untergruppen und interessant sind dann die weißen. Aber Schritt für Schritt. Also das sind die weißen Blutzellen, damit es anschaulicher wird, einfach ein paar Grafiken. Das, die drei Sorten hier sind die Granulozyten und das hier sind die Monozyten. Es reicht sich jetzt zu merken, dass die im Knochenmark wieder gebildet werden und die primäre Aufgabe besteht in der Abwehr. Das sind im Prinzip große und kleine Fresszellen. Die wandern durchs Blut, die fließen dort und die fressen zum Beispiel die Bakterien auf. Ne? Da gibt es auf YouTube auch sehr schöne Aufnahmen, wo man das sieht. Ne? Echte Aufnahmen, wie so kleiner Mikroorganismus und dann kommt so eine Fresszelle und schlingt die und frisst die, verdaut die richtig. Also das passiert mit Bakterien oder auch mit Parasiten, wenn die klein sind. Ne? Genau, das sind die Granulozyten und Monozyten und jetzt geht es zu den Lymphozyten. Oh, ich habe noch was über die Leukozyten. Als falls interessiert, ne, den Normalwert 6.000 bis 7.000. Also wenn die Leukozyten höher als 10.000 pro Kubikmillimeter gehen, spricht man von einer Leukozytose. Das deutet auf bakterielle Infekte hin und wenn der Wert sehr hoch geht, ist es ein Hinweis, Verdacht auf Leukämie. Ne? Wenn aber der Wert unter 4.000 fällt, dann haben wir eine Leukopenie und das passiert zum Beispiel bei viralen Infekten. So viel zur Information aus der medizinischen Sicht. Genau, hier haben wir nochmal eine Grafik. Hier haben wir die Monozyten, ne, eine große Fresszelle. Hier das ist Lymphozyten, zu denen komme ich noch. Und das hier sind Granulozyten, also kleine Fresszellen. So bewegen die sich mit den roten Blutzellen im Blut. Ja, und diese Monozyten, die sitzen im Bindegewebe und an Organen und die leiten die immunologische Reaktion ein. Die starten die Abwehr. Lymphozyten sehen total schön aus. Also mir gefallen die Grafiken. Ich hoffe, es geht allen so wie mir. Ich lerne besser, wenn ich schöne Fotos dabei habe. Das sind die weißen Blutzellen. Und die unterscheiden wir jetzt schon wieder in T-Lymphozyten und B-Lymphozyten. Und das ist mir auch wichtig, das zu erklären, damit wir auch unser System verstehen. Also hier haben wir nochmal die ganzen Organe oder Drüsen, die beteiligt sind. Und aber jetzt differenziere ich sie. Die B-Lymphozyten hier oben, also die kommen aus der Knochenmarkszelle. Dann haben wir die Plasmazelle, da ist die Plasmazelle, genau. Ich brauche jetzt, glaube ich, meine Brille. Das sind die B-Lymphozyten, B für Bursa fabricii, das sind Follikel im Darm. Ne? Und was hier wichtig ist, alle, die von Allergien geplagt sind oder autoaggressive Autoimmunkrankheiten haben, da spielen diese B-Lymphozyten eine große Rolle. Die bilden Antikörper. Die verbinden sich mit dem Antigen und werden zu Immunglobulinen. Und anhand der Erhöhung der jeweiligen Antikörper kann man Rückschlüsse ziehen, welche Krankheit vorliegt, ob es was mit der Leber zu tun hat oder ob eine allergische Reaktion. Also da werden diese Zellen bilden, also die Antikörper. Und dann haben wir noch die Gedächtniszellen. Da ist eine Datenbank. Da werden die alle identifiziert und festgelegt, damit das System sie erkennt, wenn sie nochmal auftauchen und schneller reagieren kann. Hier unten, das sind die T-Lymphozyten, die also in der Thymusdrüse geprägt werden. Und davon bin ich mal richtig begeistert. Wenn unser Immunsystem stark ist und wenn diese Lymphozyten ihren Job machen, brauchen wir nämlich keine Chemie von außen. Da haben wir die Helferzellen, die erkennen, die führen ab.
Das ist so wie bei der Polizei. Die Unterdrückerzellen, aber das ist jetzt Unterdrücken nicht im Sinne von Saturn, ne? Suppressorzellen, die haben eine Neptunwirkung, ne? Die mit Cortison arbeiten, mit der Nebennierenrinde. Cortison dämpft den Entzündungsprozess und dämpft die Abwehr. Genau, das, die Zellen sind also auch hier vorhanden und die Killerzellen. Also die Unterdrückerzellen, die werden im Prinzip von der Schulmedizin durch Cortison ersetzt, ne? Um Entzündungsprozesse zu dämpfen. Ich sage extra nicht hemmen, weil hemmen ist ein Begriff von Saturn, aber sie werden gedämpft, ne? In ihrer Aktion, damit sie es nicht übertreiben. Das ist wie beim trojanischen Pferd. Das sind die Viren, die werden eingeschleust, ne? Das kommt ja noch, aber man hat die Soldaten erstmal besoffen gemacht. Das ist so, man macht die Zellen, die werden erstmal etwas gedämpft von Neptun, damit die es nicht übertreiben. Ich muss beim Immunsystem immer wieder ans trojanische Pferd denken. Die Killerzellen, die sind zuständig, um eigene entartete Zellen und Eindringlinge zu zerstören, ne? Glatt zu machen. Und das wird zum Beispiel in der Chemotherapie ersetzt, ne? Die zytotoxischen Zellen. Also wir haben im Prinzip alles in uns. Ne? Wir sind ein perfekt angelegtes System, würde ich immer sagen. Die Schöpfung hat es sehr gut mit uns gemeint. Es ist alles da, was wir brauchen. Ist das soweit klar? Hier ist nochmal eine Grafik über die Lymphbahnen, wie die verteilt sind. Also die bewegen sich zwischen Arterien und Venen. Ne? Das sind genauso die Gefäße, die den ganzen Körper durchziehen. Lymphatisches Gewebe ist ordentlich Neptun und Fische zu. Hier haben wir einen Lymphknoten. Wir sehen, wie hier auch Lymphe zufließt, wie Lymphe abfließt. Die Arterien reinfließen zum Durchbluten und die Venen wieder das sauerstoffarme Blut und Lymphe ja, wegtransportieren. Und da findet der größte Kampf statt. Das heißt, wenn Lymphknoten geschwollen sind, ist das für sich gesehen ein Symptom, keine Krankheit. Also ich unterscheide gerne, weil wir heute, finde ich, vieles als Krankheit definieren, obwohl es eine Reaktion vom Körper ist, schon damit umzugehen. Also wenn der Lymphknoten geschwollen ist, heißt das, unser Immunsystem springt an und die Abwehrzellen kämpfen bereits an der Front. Ne? Die bekämpfen bereits. Symptom ja, aber das System funktioniert. Das Gleiche ja beim Fieber, ne? Um nochmal dazu zurückzukommen. Wenn das System Fieber entwickelt, ist es, das Fieber ist keine Krankheit, sondern ein Symptom. Aber wenn gerade bei Kindern sehe ich, dass da die Toleranz sehr sinkt, dass viele ab 38,5 schon Antibiotika geben oder fiebersenkende Medikamente. Es gibt aber Kinder, gerade so wiederbetonte Kinder, die fiebern bis 40, die brauchen kein fiebersenkende Mittel. Man sollte die natürlich nicht dick einpacken, ne, damit sich die Hitze nicht staut. Locker mit Baumwolle und sie einfach sich bewegen lassen, wie sie es möchten. Dann ist das Fieber als solche eine sehr tolle Abwehrreaktion von unserem Immunsystem und keine Krankheit. Die Krankheit zeigt sich erst vorher, hinterher oder parallel dazu. Ja, ich bedauere das in der Praxis, weil viele Mütter keine Nerven haben und ab 38,5 schon das Fieber senken, statt sich zu freuen, dass ihr Kind fiebern kann. Also, ja, ich würde schon sagen, es ist, man kann das beobachten, dass bei Kindern, die nicht gut fiebern, dass sie dann eher so Neptun-bedingt Krankheiten bekommen, die so schleichend sich aufbauen, die latent vorhanden sind, die das ganze System schwächen. So sehen sie aus. Also das sind jetzt die Pneumokokkenbakterien. Ich finde, die sehen sehr schön aus. Die Pneumokokken, ne, die in die Lunge eindringen. Ein wichtiger, ich habe zwar jetzt keinen Überblick über meine Zeit, aber wir haben noch eine halbe Stunde, gute halbe Stunde, 35 Minuten, ja. Au, da muss ich mir überlegen, was ich euch noch erzähle. Wir haben früher angefangen, gell? Nö. Ja, 10 Minuten früher. Der Vortrag, naja, aber die Krankheit werden auch. Genau. Aber wenn du fertig bist, bin ich fertig. Keine Panik. Bei der Tuberkulose ist mir das aufgefallen. Bei der Tuberkulose
wenn das Immunsystem sich diesem Erreger nicht gewachsen fühlt, dann wird der verkapselt. Ja, hier taucht nämlich eine interessante Frage auf. Wir haben Killerzellen. Also das ist eine Frage, mit der ich mich beschäftigt habe. Ich möchte nämlich gerne von unserem Organismus und von den Naturgesetzen lernen. Dachte ich, Killerzellen, wie ist jetzt mit Todesstrafe eigentlich aus? Kennt unser System Todesstrafe? Aber ich bin für mich ganz sicher zur Überzeugung gekommen, unser System hat keine Strafe. Es geht wirklich nur Mann gegen Mann, sagt man, ne? Einzelkampf, der oder ich, also nur Notwehr existiert. Und wenn das System sich nicht gewachsen fühlt, dann werden wir einfach eingekapselt, bis es so stark genug ist, um die Kapsel zu öffnen und sich damit auseinanderzusetzen. Das wird auf unseren Staat bezogen heißen, man setzt jemand fest, das wäre was wie Sicherheitsverwahrung, bis man Mittel hat, damit umzugehen. Ne? Aber es ist nicht der Strafgedanke da. Es geht nur um unser Überleben und um Schutz. Ne? Das werdet ihr zum Nachher sehen. Das wird ja alles von der Hypophyse gesteuert und vom limbischen System, wo es um unser Überleben geht. Also da ist... Und das ist in der Kriegssprache Einkesselung heißen? Bitte? Und wir uns wollen einkesseln, ob das... Kriegswörter, einkesseln. Ja. Ist das der richtige Ausdruck? Ja, kann man es auch nennen. Ja. Also das ist so bei Tuberkulose, ne? Zum Beispiel, dass sie sich verkapseln. Es gibt auch andere Krankheiten, die im Verlauf Verkapselungen zeigen. Und das ist, ist natürlich jetzt die Frage, stärke ich mein Immunsystem, damit es sich zutraut, diese Kapsel zu öffnen und sich dem Erreger zu stellen? Ich habe ein interessantes Beispiel von einem 72-jährigen Mann, der hatte Tuberkulose-Diagnose, und zwar offene TBC. Das ist ja dann ein großes Geschrei. Der bekam 5 Jahre lang, sollte der starke chemische Medikamente nehmen, und er und seine Familie in ständige Untersuchung beim Gesundheitsamt. Und seine Tochter hat bei mir eine Ausbildung gemacht in klassischer Homöopathie, aber bitte nicht zur Nachahmung einfach so empfohlen. Dieser Mann wollte jedenfalls diese Medikamente nicht und kam dann in homöopathische Behandlung. Und 6 Wochen danach war sein Sputum frei, das heißt, es waren keine Erreger mehr da. Und er sollte trotzdem 5 Jahre lang diese Medikamente nehmen. Und da muss auch die Leber regelmäßig überprüft werden, weil die durch die Nebenwirkungen großen Schaden erleidet. Der Mann war 72, der hat die Medikamente nicht genommen. Der war einfach gesund. Aber so am Rande, ne? Man kann, wenn ein Immunsystem stark ist, unterstützt wird, schafft es das auch ohne die Chemie. Aber das würde natürlich einen großen Wendepunkt im Denken der Menschen voraussetzen, in die Eigenverantwortung zu gehen und ganz an der anderen Seite anzufangen, nämlich zu stärken, statt zu unterdrücken. Ne? Das müssen natürlich alle für sich selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen. Aber ich finde, das hat mich damals sehr beeindruckt, dass das Sputum dann sehr schnell frei war. Es gibt ein paar eigenwillige Menschen, die ihren Weg dann gehen. So, das Tierchen kennen wir ja inzwischen, das sind Viren. Viren sind wesentlich kleiner, die können wir nicht mit Antibiotika, wie man so sagt, in den Griff bekommen oder platt machen. Wegen Viren hat man Impfungen entwickelt, und zwar wurden immer abgeschwächte oder abgetötete Erreger zubereitet, injiziert, sodass das Immunsystem bereits Antikörper bilden konnte, in einer abgeschwächten Krankheit. Und wenn dann die Krankheit wirklich kam, hatte die B-Zellen, die Gedächtniszellen, die waren schon vorbereitet. Der Erkennungsdienst war sofort zur Stelle, hat sofort die Immunantwort eingeleitet. Das ist der eigentliche Sinn der Impfung. Hört sich ja so sinnvoll an. Wobei ich mir hier auch erlaube zu sagen, wenn ein 3 Monate alter Säugling 8 abgeschwächte Krankheiten injiziert kriegt, sehe ich das anders. Ne? Und vor allem, wenn die noch gestillt werden oder das Immunsystem noch nicht aufgebaut ist. Also das sehe ich kritischer. Ne? Dann bin ich auch froh, dass es Ärzte gibt, die sagen, wir impfen erst später oder wir machen nur eine Dreifachimpfung, wir warten einfach mal ab. Ne? Das gibt es zum Glück. Aber soweit zum Gedanken,
der Impfung bei Viren. Jetzt bei, gibt es bestimmt hier gerade Teilnehmer, die professioneller sind, kompetenter sind, aber die mRNA-Impfung, das ist ja nun ein neues Modell, da werden Teile des Erbguts injiziert, ne? Das ist der Unterschied. Ist das richtig? Nein. Nee. Ist nicht richtig. Ist nicht richtig, nein. Teile der Erbinformation des Virus? Nein. Nein, ist nicht richtig. Das war ein Vortrag von Professor Dr. Reanat Susanne Schnittger. Ein Vortrag, wie, und da habe ich mir das notiert. Und dachte, ich nehme es mal mit, wenn die Frage kommt. Also eigentlich ist es schon so, dass ein Teil des Erbguts des Virus injiziert wird und in die Zelle eindringt und dort in den im Vorraum der Zelle, also es kann ja nicht in den Kern eindringen, sondern nur in den Vorraum. Ja. Und dort werden dann von den Ribosomen Antikörper produziert, also Abwehrkörper produziert. Dann sind die Erbgutteile weg und dafür haben wir die Antikörper. Ja, für mich war jetzt so dieser wesentliche Unterschied, dass Teile der Erbinformation des Virus injiziert werden. Ich hatte mal spaßeshalber die mRNA-Technologie sozusagen die Homöopathie der Impfung. Das heißt, es werden die Informationen gegeben, dass die Zelle dann selber das Spike-Protein entwickelt. So in der Art. Ja. Es werden Antigene gebildet, die werden dann rausgeschmissen und daran übt dann unser Immunsystem. Ich würde dann natürlich auf keinen Fall eine Diskussion zum Thema Impfen jetzt anregen. Nur wenn ich sage, früher waren Impfungen lebend oder tot oder abgeschwächte Erreger und jetzt, das ist natürlich mit dieser Technologie anders. Ne? Deswegen habe ich mir das nochmal extra mitgebracht, weil ich da auf Fragen vorbereitet war. Sehr persönlich ist es auch keine echte Impfung. Bitte, was meinst du? Es ist keine Impfung im Sinne der Impfung. Wie, was meintest du gerade, bitte? Ja. Du hattest gerade was gesagt? Ja? Ja, sehr klug, das mitzubringen. Weil ich merke mir das ehrlich gesagt nicht. Heiße Diskussionen. Nee, das wollte ich auch auf keinen Fall. Nee, ich habe nur die Information, weil ich auf eine Frage vorbereitet war, weil es ja ganz grundsätzlich um Bakterien und Antibiotika und Viren und Impfen geht. Das sind ja die Unterschiede. So. Aber das Wichtige, was ich auch immer wieder vertrete in meiner Arbeit ist, dass wir unser Immunsystem stärken. Ne? Weil entscheidend ist nicht der Erreger, sondern auf welches Milieu fällt der Erreger. Professor Antoine Béchamp, ich denke, das war ein Zeitgenosse von Robert Koch, der hat das gesagt, ne? Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Und ich denke, wir sollen uns daran erinnern, egal welchen Weg wir gehen, dass wir uns, unser Milieu stärken. Und das ist unser Körper, das sind unsere Organe, das ist unsere Gesundheit. Das ist für mich die beste Vorbeugung, die wir haben können. Ja, jetzt erweitere ich das Ganze. Es ist ja nicht nur die organische Ebene. Also ich sehe zumindest ganzheitlich auch die seelisch-geistige Ebene in der Krankheitsentstehung. Und wenn ich jetzt an den zentralen Punkt, an den Widder denke, da fängt es ja beim Lebenswille an. Will ich leben? Ne? Stehe ich zu meinem Leben? Also da fängt die Frage immer wieder an, wenn Menschen mit Krankheiten kommen. Ne? Wollen sie leiden oder wollen sie gesund sein? Sagen sie deutlich Ja zu ihrem Leben. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Ne? Nicht zu hadern, nicht zu zögern, sondern wirklich Ja zu sagen. Und der zweite Punkt vom Stier, kann ich meine Grenzen setzen? Kann ich sagen, stopp, das ist mein Anliegen, bis hier und nicht weiter, ich will keine Einmischung. Und dass ich auch Grenzen respektiere und nicht in Reviere anderer Leute reinregiere. Das sind ganz wichtige Grundsätze, auch in unserem Leben, die auch zum Immunsystem gehören. Weil wenn ich, also ich meine, diese Informationen kommen aus der Praxis, das möchte ich nochmal erwähnen. Ich sagte schon, die Patienten kommen mit ihrer Information, die sagen selber, die beschreiben ihre eigenen Gefühle und ich suche sie dann im Horoskop und suche dort die Zuordnung. Und wenn ich die Frage bekomme, ich habe Brustkrebs, warum und wie kann ich das verhindern, dass er nochmal kommt, ich habe eine Operation hinter mir, ne? Dann spielt zum Beispiel das Thema Abgrenzung eine große Rolle, ne?
Brustkrebs, da ist natürlich Mond beteiligt. Und ich denke auch, die ganzen Krebskrankheiten beginnen letzten Endes im Immunsystem. Sage ich ja zu meinem Leben und kann nicht Grenzen setzen. Und bei Brustkrebs, gut, sind jetzt nicht nur Frauen hier, aber wie oft überwiegend. Und das ist, ich denke, auch die häufigste Krebsform der Frauen. Da sehe ich immer wieder Mond, die Planeten Mond, Pluto, Saturn. Das sind oft Frauen, die sich nicht selber nähren, die für die anderen da sind, die sich um andere kümmern, die sich nahezu aufopfern für die Sippe. Ne? Und da geht es um das eigene innere Kind nochmal zu nähren, dem nochmal Lebenssinn zu geben. So, das als Beispiel. Das war jetzt schon als Abschluss gedacht. Mhm. Okay, schönen Dank erstmal. Nein. Das, was jetzt kommt, ach so. Das kommt ja. Ich dachte, das wäre das Glück. Nein, ich habe mich schon bemüht, mich zu begrenzen. Ich denke, es für dich schon eine ganze Menge Fragen. Für 45 Minuten mich zu begrenzen, war meine erste Anstrengung. Ja. Genau, ich möchte jetzt beim Thema Stress das unser Gesamtsystem dann nochmal mit reinnehmen. Und ich denke, das ist relativ neu, weil in der klassischen Astrologie haben die Mediziner ja noch nicht mit Uranus, Neptun und Pluto gearbeitet. Und ich halte deswegen die Astromedizin immer noch für eine Pionierarbeit. Und wenn ich mir so den Kopf zerbreche, wo ordne ich es zu, was ist der Überbegriff und dann will ich das so genau und richtig machen und denke, was soll dieser Anspruch? Wissenschaft heißt, wir sind auf einem Weg der Erkenntnis und es kann auch immer wieder neue Erkenntnisse geben. Und ich muss mir immer wieder sagen, ich will mir das auch erlauben in der Astrologie. Es ist ja eine Beobachtungs- und Erfahrungswissenschaft. Und es gibt keinen Absolutheitsanspruch, zumindest bei mir nicht, sondern es ist ja wirklich ein Prozess der Erkenntnis. Und da wird es halt spannend, also ich finde es wirklich spannend, wenn es jetzt um die endokrinen Drüsen geht. Da gibt es ja noch nicht so viel Information drüber. Ne? Aber ich habe jetzt mal die Zusammenhänge aufgezeigt. Die Hypophyse, die ordne ich Pluto zu. Hypophyse mit dem limbischen System, da sind alle unsere Erfahrungen gespeichert. Das dient unserem Überleben, es kennt nur Angriff oder Flucht oder noch Todstellen. Und diese Mechanismen gehören ja auch zum Immunsystem, ne? Zum Überleben nämlich. Die Hypophyse schüttet 4 Hormone aus, eines davon ist ACTH und das wiederum steht mit der Nebenniere in Verbindung. Da wird einmal Adrenalin ausgeschüttet. Adrenalin ist für mich Mars-Uranus. Ne? Mars in Verbindung mit Uranus ist Stress. Das System wird hochgefahren, weil wir sollen in der Lage sein, Angriff oder Flucht umzusetzen. Und die ganzen Organe hängen da dran. Ne? Es wird also, so viel ich weiß, Zucker in Glucose umgesetzt, damit wir das als Brennstoff haben, um rennen zu können. Also die hängen alle mit dran. Das heißt, diese ganzen Organe hängen mit am Immunsystem. Weil wegrennen oder flüchten gehört auch zum Überleben und zur Verteidigung. Dann wird Cortisol oder ausgeschüttet, was dann in Cortisol wieder umgewandelt wird. Und das ordne ich Neptun zu. Das ist ja ein dämpfendes Hormon. Das entspannt uns. Und das brauchen wir zum Beispiel, wenn wir uns einer Aufgabe nicht gewachsen fühlen, dann kommt Neptun und wir werden in eine Art Trance versetzt. In einen Welpenschutz. Wir werden nicht identifiziert als gefährlich, wir werden übersehen und überleben. Also ist das soweit logisch? Da komme ich jetzt halt auf eine ganz andere Ebene ins zentrale Nervensystem, wo die Nebenniere zwischengeschaltet ist und hier haben wir dann die ganzen Endorgane. Aber die Aussage von mir ist, guckt euch an, wie viele Tierkreiszeichen beteiligt sind am Immunsystem. Es ist nicht nur der Widder, wie man so auf den ersten Blick denkt. Da laufen ganz andere Prozesse ab. Jetzt hoffe ich, genau diese Grafik, die ist natürlich jetzt, über die kann ich jetzt natürlich eine Stunde reden. Ne?
wenn ihr das wollt. Also jetzt wird es halt doch mal interessant. Einige davon kennt ihr jetzt schon. Aber was abläuft, wenn wir um unser Leben rennen? Wir haben den Stier. Für mich steht er für Sinneswahrnehmungen, für Körpergefühl, ne? Also für die Wahrnehmung als solche. Der steht mit dem zentralen Nervensystem in Verbindung. Das läuft als Reflexbogen ab, das kriegen wir gar nicht bewusst mit. Da wird etwas wahrgenommen, weil die kleinen Antennen sitzen in der Haut und in der Schleimhaut. Ne? Die kleinen Sensoren, wobei ich da erweitere, Nervensystem ist Uranus, aber die Empfangsantenne ist mit Neptun verbunden und die motorische Zelle mit Mars. Da geht es ja um die Umsetzung. Ne? Also hier haben wir eine Wahrnehmung. Das Signal wird auf der unbewussten Reflexebene an die Hypophyse weitergeleitet. Ans limbische System speziell. Und das limbische System kennt ja nur Angriff oder Flucht. Und je nachdem, was das gespeichert hat, wird sofort Adrenalin ausgeschüttet oder Cortison. Und das finde ich, das ist ein hochfeinstofflicher Vorgang, wo ich denke, wir stecken da noch in den Kinderschuhen, um das zu erforschen. Oder? Und wie man das veranschaulichen kann, dass zum Beispiel ein Adrenalin ausgeschüttet wird, okay, die Gefäße werden eingestellt, der Blutdruck geht hoch, man schwitzt, man verbrennt Zucker, ne? Man kann dann rennen. Und diesen Stressfaktor Uranus, den ordne ich einfach dem Wassermann zu. Wobei hier spielt für mich nach der heutigen Sicht auch die Zirbeldrüsen eine große Rolle. Das sind für mich alles Schalt- und Steuerungsinstanzen. Die Schilddrüse Uranus, die synchronisiert alle Körperzellen. Und die Zirbeldrüse synchronisiert das zentrale Nervensystem mit dem Magnetfeld und mit unserem kosmischen Plan auch. Das heißt, das Zauberwort ist Synchronisation. Das gehört für mich auch zu Uranus. Synchronisation, kosmischer Plan, das heißt, wenn die Zirbeldrüse gesund ist, dann fühlen wir uns gut geführt. Wir kennen unsere Lebensaufgabe. Ne? Die Zirbeldrüse wird gespeist über das Kronenchakra, über das dritte Auge, ne? Wo wir Visionen auch empfangen und auch Visionen nach außen geben können. Aber weshalb die Zirbeldrüse noch eine wichtige Rolle spielt, ich sehe sie beim Wassermann, aber das Hormon, das sie ausschüttet, Melatonin, das ist Neptun. Wenn wir uns die Wirkung von Melatonin anschauen, ist entspannend. Ne? Die Geburtswehen beginnen eher in der Nacht bei Melatonin, weil das ein Entspannungszustand ist, ne? Wo man besser loslassen kann. Das ist etwas, was noch gar nicht so erforscht ist. Also als ich mit meiner Ausbildung begann, also mit der Fachausbildung, die ich anbiete, da stand über die Zirbeldrüse ein Artikel im Netz. Und jetzt ist es ein aktuell wirklich hochbrisantes Thema, weil viele feststellen, dass die Zirbeldrüse verkümmert ist, verkalkt ist, ne, vergiftet ist und dass es sehr wichtig ist, dass wir sie reinigen und wieder aktivieren. Also sie schüttet Melatonin aus und wenn ich mir heute anschaue, was die Wissenschaft herausgefunden hat, sie unterstützt das Immunsystem, sie stärkt die Killerzellen, das heißt, sie stärkt uns in der Krebsabwehr. Ne? Alles ganz neue Aspekte. Ich weiß nicht, wie bekannt das jetzt hier unter Fachleuten ist, aber das ist relativ neu. Ne? Ich kann in dem Zusammenhang nur Dieter Bröers empfehlen, wer ihn kennt. Und wer zum Thema Immunsystem auch noch wissen möchte, wie wir es unterstützen können, ich habe auf der Startseite meiner Homepage einen Vortrag über das Immunsystem, der ist doppelt so lang. Und noch eine Stunde, wie wir es unterstützen können. Also wer interessiert ist, das sind viele Möglichkeiten, wie wir uns reinigen, entgiften und unterstützen können. Weil darum geht es ja. Ne? Heute geht es jetzt nur um die Betrachtung, aber wer weitergehend interessiert ist, und ich beziehe mich, wenn es um die Zirbeldrüse geht, sehr gerne auf Dieter Bröers, weil er ist da wirklich sehr kompetent. Also wenn wir uns das anschauen, sind ja letzten Endes alle Tierkreiszeichen wichtig fürs Immunsystem.
Und dann fand ich doch immerhin noch vorgestern das Zitat von Hildegard von Bingen. Ich dachte, irgendwie alles mit allem verbunden, das muss doch als Zitat geben. Heute kann man ja schnell ins Netz gehen und dann fand ich das. Das haben inzwischen auch mehrere dieses Zitat übernommen. Aber es ist ja logisch, alles ist eins, alles ist mit allem verbunden. Und die große Ordnung im Kosmos können wir an unserem Körper, an den Organen wiederfinden. Konnte ich das deutlich machen, wie die ja miteinander arbeiten? Wie die beiden Achsen kooperieren? Also das machen mir schlaflose Nächte vor Begeisterung zu sehen, wie die beiden Achsen, also ich nenne das mal eine Interaktion, ne, zwischen Waage und Widder. Wer denkt das von der friedlichen Waage, dass sie dem Widder hilft, dass er überhaupt kämpfen kann? Oder die Sextile, ne, die dann miteinander, die kooperieren dann miteinander. Und die Quadrate, gut, das sind dann die Spannungen. Und wenn das nicht harmonisch ins Gleichgewicht kommt, dann sind es Krankheitsfaktoren. Und ich fand das auch so fast im Abschluss ein schönes Zitat. Wir müssen auf unsere Seelen hören, wenn wir gesund werden wollen. Das gefiel mir sehr gut. Es kann sein, dass jetzt das war es jetzt. Damit erstmal vielen Dank für Interesse und Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ich glaube auch, das war ein spannender Vortrag, wie alles mit allem zusammenhängt. Also das war, was ich auch am meisten jetzt hier so mitgenommen habe. Ganz toll. Ja, erstmal, wie gesagt, ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Und du hast die Zeit genau eingehalten. Jetzt sind wir 10 vor, also die 10 Minuten, die wir früher gestartet sind, sind wir auch jetzt genau in der Zeit. Also alles gut. Hat die Zirbeldrüse gut gearbeitet. Ja, genau. Ja, es sind doch bestimmt noch Fragen da. Axel. Ja, ich habe eine Detailfrage, weil eben das Wort Eiweiß beim Fischezeichen eingeordnet wurde und sozusagen meine laienhafte Einordnung wäre eher sozusagen beim Widder gelandet. Das heißt, welche Gedanken hättest du dazu, dass du das Eiweiß sozusagen dem Fischeprinzip zuordnest? Das ist so assoziativ. Eiweiß, Schleimhaut, glitschig. Ah, okay. Lymphe. Das Eigelb würde ich jetzt beim Mond sehen, ne? Den Dotter. Okay. Also das heißt, jetzt den das Eiweiß nicht als Grundbaustein, sondern das Eiweiß ohne das Eiweiß. Nur das Glitschige. Okay. Nee, das Eiweiß. Ja, das. Es gibt ja Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, aber das ist nicht gemeint. Nee, ich meine so ein Eiweiß. Ja, zum das Beispiel. Klar. Ja. Weil zum Beispiel, ich sehe den Zusammenhang bei Infekten, dass Schleim gebildet wird. Das ist eine eher gallärtige Substanz. Also wenn Schleim gebildet wird, wir haben im Zeichen Fische die Mikroorganismen. Und wenn die im Quadrat Zwilling angreifen in den Bronchien, und da wird Schleim gebildet, das besteht doch aus Eiweiß, oder? Es ging, glaube ich, um den Begriff Eiweiß im Sinne von Kohlenhydrate, Eiweißfett und Eigelb und Eiklar als Eiweiß. Okay. Genau. Ach so, da habe ich also gar nicht geschaut. Ist es dann klar? Ja, gerne. Noch weitere Fragen? Oder Diskussionen? Ich habe, also mir ist das alles total neu. Also mein erster Vortrag, den ich zum Thema Immunsystem in dieser Richtung höre. Ich habe verstanden, dass für dich am wichtigsten sind die Zeichen, die du zuordnest, beziehungsweise dann auch die Planeten. Die Häuser sind eine absolute zweitrangige Rolle. Oder nimmst du dann, also wenn du das auswertest, detailliert, welches Zeichen, welcher Planet steht drin und welches Haus ist? Oder? Das Haus steht bei mir für den Lebenshintergrund, für den Lebensbereich, ja, in dem sich ein Konflikt aufbaut oder die Energie austoben kann. Also Haus ist bei mir Lebensbereich. Aber ja, so kenne ich das auch, nur ja. Also du beziehst es doch mit ein, weil das haben wir ja jetzt so gar nicht berührt. Nee, das ist so differenziert. Genau, aber das ist ja 12 mal 12. Genau, genau. Aber das spielt alles eine Rolle. Ja, klar. Wir sind komplexe Wesen, Astrologie ist komplex, alles komplex. Ich kann auch nicht gut nur einen Planeten irgendwo betrachten, weil der steht ja immer, ne, das hat mich getröstet, alles ist mit allem verbunden. Ja. Das erklärt vielleicht auch, warum wir durchaus mal andere Zuordnungen haben, weil wir eine andere Perspektive einnehmen. Und das ist nicht falsch.
Ne? Wir haben wir machen alle unsere Erfahrungen und Beobachtungen. Ich sage immer, es dauert vielleicht ein paar Jahrzehnte, bis wir das alles zusammentragen und dann gemeinsame Nenner finden. Aber ich empfinde das immer noch als Pionierarbeit und weil gut, ich lese keine Bücher, aber ich weiß nicht, ob es ein Buch gibt, das es so differenziert aufarbeitet. Ich weiß es nicht, weil ich mache das durch meine tägliche Arbeit. Ne? Ja. Das sind alles Mosaiksteine meiner Arbeit. Ja? Ja. Ja, das ist sehr interessant. Anthroposophische Ärzte sagen häufig, das Immunsystem lebt in Ich. Ich-Kraft und Immunsystem hängen miteinander zusammen. Und dieses Ich ist aber das Gesamtheit der Konstellation. Aha. Und die kann natürlich auch irgendwo transformiert werden und so weiter und so fort. Und es geht darum, diese Ich-Kraft, also diese Vitalität, der Lebenswille und Authentizität zu stärken. Würde ja dann auch sagen, bitter, aber auch alles insgesamt. Ja. Ja, beides auch abdecken. Man könnte sagen, ja, im Zentrum, die Sonne, die sich aufwaltet, in die verschiedenen Farben des Tierkreises, die Planeten, die modifiziert werden, ja, oder die Sonnenkraft, die durch Planeten modifiziert werden, aber die eigentliche Vitalität, die doch von der Sonne ausgeht. Aber als Bild das gesamte Horoskop. Die Ekliptik ist ja Sonnenkraft, das Sonnenverhältnis, und im Grunde modifizieren die Planeten diese Ekliptik. So kann man es auffassen. Und darin lebt das Ich. Aber das käme dem ja entgegen. Ja. Ist alles mit allem verbunden. Schließt sich nicht aus. Nein. Ist alles mit allem verbunden. Und insofern spielt im Detail die einzelnen Kräfte, Prinzipien ihre Rolle. Genau. Und die Zuordnung haben ja schon ihre Berechtigung. Und darum geht es. Das Wechselspiel, klar. Ja. Was mich nur fasziniert, dass diese Aspekte, die Ordnung im Kosmos, auch genauso in unserem Körper zu finden ist. Das fasziniert mich immer wieder. Ja, hast du absichtlich Globalien nicht mit hineingenommen? Die würden ja dann zum Pluto gelangen, sind auch eine hormonproduzierende Drüse. Die sind jetzt nicht so im Immunsystem erfasst. Die sind zwar mit der Nebenniere verbunden, aber mit der Hypophyse, die stehen da ständig in den... Na, die Hypophyse schüttet viele Hormone aus, ja. Aber es ging jetzt nur um die Nebenniere, okay. Mit Adrenalin und Cortisol. Mhm. Aber ich habe gerade das letzte Seminar meiner Fachausbildung, da ging es gerade um die Nebenniere und jetzt um Hypophyse und Hypothalamus. Mhm. Natürlich ist das ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, das wäre heute zu viel, wenn wir auch noch die anderen Hormone der Hypophyse betrachten und der Ovarien. Aber gesunde Ovarien tun auch einem gesunden Immunsystem nur gut. Absolut, ja. Ja. Eine kurze Anmerkung, also danke für den detaillierten Vortrag. Was ich noch immer persönlich schön finde, wenn Beispielhoroskope den Vortrag abrunden. Ich dachte, 45 Minuten sind zu knapp. Ist meine persönliche Meinung. Ja. Immer vor allem Beispielhoroskope. Weil es ist ja auch sehr interessant gewesen, wie alle in der Diagnostik so alles mit betrachtet wird, die verschiedenen Planeten. Hilft dir das dann auch in der Heilung, wenn du dann an die Heilung gehst? Ja, klar. Mhm. Also jetzt so als Beispiel, ne? Ich habe gesagt, dass Mars eine starke Aktivität zeigt und eine gute Fieberneigung, aber das bei Leukämie eignet sich ja bei dem Thema hier jetzt hervorragend. Da hätte ich natürlich Fallbeispiel zeigen können, das ist klar. Mhm. Bei Leukämie, da habe ich halt die Lymphozyten, das habe ich gar nicht gesagt, als Geheimdienst bezeichnet. Die Lymphozyten, Neptun, die arbeiten undercover. Die sind ja nicht rot im Blut, ne, nicht deutlich. Die arbeiten so ganz verdeckt im lymphatischen System. Und da ist für mich Mars-Neptun. Und bei Leukämiekrankheiten hatte ich überwiegend Mars, Neptun, Pluto. Und da habe ich es doch schon gesagt heute. Mhm. Mars, Neptun, Pluto bei Leukämie. Ne? Genau, ja, bei der Menuschen ist der Steinbock noch betont. Es ist eine Idee mit Fallbeispielen, aber ich habe wirklich gedacht, dass es zu zeitreich ist. Unterschiedlich an. Ja, Mikrofrage. Wenn, du hast gesagt, wenn die Krankheitsgeschichte auf,
listest, dir das sagen lässt und dann schaust du auf die Auslösungen im Horoskop, ja? Ja. Nimmst du da die Transite oder hast du eine andere Prognosetechnik, die du dann benutzt? Ich arbeite mit Transiten und mit Sonnenbogendirektionen. Ah, ja. Mit beidem. Mit beidem. Mhm. Und dann frage ich nach dem Zeitpunkt der Diagnose und dann nach dem Zeitpunkt der ersten Beschwerden. Ja. Oder das nach einem einschneidenden Erlebnis. Mhm. Und das projiziere ich, also das gehört zu meiner Vorbereitung, dass ich mir das schon anschaue. Ja. Und die Transite betrachte. Mhm. Und darüber lerne ich. Mhm. Weil welcher Faktor im Immunsystem dann quasi mit ausschlaggebend ist. Genau. Ja. Darüber habe ich das eigentlich gelernt. Oder zum Beispiel, wenn Stammzentren transplantiert werden, dass da Mars-Uranus eine Rolle spielt. Mhm. Ne? Da wird was ausgetauscht. Ja. Ein Eingriff und es wird was ausgetauscht. Also so lerne ich auch über die Beispiele. Ja. Okay, noch Fragen? Noch ein Hinweis. Wo man sehr gut die schicksalhafte Wirkung auf der Krankheit ist, ja oft schicksalhaft, im Sigma-Rhythmus. Mhm. Da kann man auslösen auch sehr gut. Damit habe ich noch nie gearbeitet. Ja. Aber es wäre eine Anregung. Ja. In welchem Rhythmus? Fiedler Rhythmus von Rhythmus. Das ist von Döberreiner. Döberreiner, genau. Okay. Münchner Rhythmen wäre. Mhm. Ja. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich habe es schon mal öfter vorgenommen, aber nicht gemacht. So rückwärts durch den Tierkreis, weil es die schicksalhaften Auslösungen sind. Okay, danke. Ja. Ja, zum Beispiel bei Saturn-Stier, ne, dass dann der Abwehrring geschwächt ist, dass dann die, zum Beispiel die Mandeln anfälliger sind, nicht so stark arbeiten. Und bei Mars-Stier dann. Das ist eine Konstellation von einem Mann, der Entzündung. Natürlich kann man dann das sehenskreisige Thema auch erkennen. Ne? Es gibt ja Generationen mit absteigenden Mondknoten, Widder oder Stier. Da weiß man schon, was in der Vergangenheit passiert ist, was im Ahnengedächtnis liegt. Mhm. Ne? Dass die Menschen haben Gut verloren haben zum Beispiel und nicht lernen und nicht sagen konnten, stopp, das ist meins, weil die haben nichts. Mhm. Ne, beim Absteigen im Stier zum Beispiel. Ja. Gut. Ja, das war nochmal sehr interessant und spannend. Also ganz herzlichen Dank. Dann, ja, können wir nochmal Applaus. Wir wollen es gerade loslegen.